kamst du mit Hip-Hop in Kontakt? Ich weiß nicht, unsere Kultur, ich weiß nicht, alle Jugendlichen hören Hip-Hop und ich bin sowieso ein Freak. Ich höre mir alles an, ich gehe ins Internet, hol alles raus da. Okay, ist dieses Lied geil? Nein, weg damit. Ist dieses Lied geil? Ja, ich will es hören. Und weiß nicht, dann entwickelt man ein eigenes Talent dafür. Ich war schon immer musikverrückt. Mein Vater war schon immer musikverrückt, hat seine kleinen Partys da gemacht, bei sich zu, bei uns zu Hause, macht Latino-Musik an, tanzt Salsa und denkt sich, das Leben ist geil, obwohl er, also hat immer gearbeitet und dann dachte er sich, ich will auch ein bisschen Spaß haben, ne? Und dann hat er, ich ja, weiß nicht, war musikverrückt. Meine Eltern haben auch immer, sind auch immer Salsa tanzen gegangen. Ich habe Musik im Blut, das ist mein, ich liebe Musik. So. Geh mal auf die Elbchaussee und du siehst die reichste Stadt in Deutschland. Dann geh mal auf die Reeperbahn und du fragst dich, wo ist mein Portemonnaie, Mann? Weiter im Text. Ich war mehr auf meinem Basketballtrip, auf Schultrip, was dann aufgehört hat wegen der Natur, den grünen Medizin. Ach echt, ja? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran es lag. Es ist einfach eine Entwicklung im Gehirn und du setzt Prioritäten anders. Wenn man gerade erwachsen wird, 18 wird, viele kennen das, wenn man nicht mehr so Schule so ernst nimmt. Und das war dann halt so. Ja. Und Hip-Hop war auch eine Priorität? Hip-Hop ist dann eine Priorität geworden. Es war immer schon eine Priorität für mich. Ich habe immer schon geträumt und dachte, entweder will ich Basketballer oder Rapper. Und das habe ich aber nie so ernst genommen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mal was schreibe, dann hört sich echt gut an. Und ich war so doll von mir überzeugt, dass ich dachte, ich kann sogar in Deutschland was reißen. Und vielleicht klappt es ja jetzt, ne? Auch wenn man ein Sturm aufkommt. Ich lass den Wind wehen, Mann. Ich fahr das Schiff sicher nach Hause, genauso wie ein Seemann. Ich will mein Geld, Digga. Ich bin kein Hund, der nur bellt, Digga. Bleib echt kein Fake, Nigga. Hey, ich weiß nicht, ich fühl die Musik. Das ist. Ich fühl alles an der Musik, den Rhythmus. Ich bin mit meinem Vater aufgewachsen und er ist Afrikaner. Und ich habe viele Einflüsse von ihm. Und. Ja. Hip-Hop ist. Das bin ich. Hip-Hop ist Gedichte schreiben, sie cool rüberbringen. Und ja. Und ist es heute immer noch so, wenn du dir die Hip-Hop-Szene anguckst, benutzen sie das Medium richtig? Nein. Also tun sie definitiv nicht. Das ist auch ein Problem, was man lösen muss und was ich auch versuche zu lösen und was meine Jungs versuchen zu lösen. Bring the old school back. Und damit meine ich nicht nur Rap wieder wie früher, also macht wieder Musik wie früher. Nein, redet von euch, wie das mal war. Redet von der Welt, wie es ist. Und rappt nicht nur, um zu sagen, wie heftig ihr seid oder wie hart ihr seid. Rappt bitte von dem, was ihr wirklich fühlt. Weil ich sehe es in euren Augen, wenn ihr nicht das fühlt, was ihr da rappt. Jeden Tag, Digga, stark am Verzweifeln. Na, scheiß drauf, ich lächel falsch und fühl mich wie ein weinender Clown. Mein Job ist nicht, euch zum Lachen zu bringen. Ciao, ich muss reinhauen zum Überleben, also mach ich mein Ding. Stell dir mal vor, es wäre nicht so. Was würdest du, dann würdest du nicht mehr rappen vielleicht. Doch, dann müsste ich, dann würde ich mich um andere Probleme kümmern. Weißt du, es gibt nämlich wichtigere Probleme, als irgendwelche Jockels in die Schranken zu weisen. So, eigentlich gibt es wichtigere Probleme. Was sind Probleme? Deine Alltagsprobleme? Meine Alltagsprobleme? Leider ist das größte Problem gerade Geld, ne? Ich muss irgendwie Geld machen, deswegen. Das ist mein größtes Problem. Und das ist gar... Und es... Nochmal, damit ihr wisst. Es bockt mich nicht an, broke zu sein. Das ist nicht geil. Verstehst du? Welche Rapper sagen, yeah, ich bin broke und ich verkaufe Dope und yeah. Aber nein, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Und ich bin gefangen zwischen zwei Welten. Ich versuch klar zu kommen, aber keiner kann mir helfen. Und der Himmel weiß, ich bin ein guter Mensch und werd damit fertig. Aber der Staat fickt mit meinen Nerven. Geh mal hierhin, geh mal dahin. Hol das Papier für dein Para. Hol mal dies, hol mal das. Für Hartz IV 300 im Monat. Digga, wollen die mich verarschen? Wenn ich sage, ich habe kein Geld und flieg nach Afrika, dann lachen die mich aus. Mhm. Für die hab ich richtig viel Geld. Mhm. Aber hier... Ich habe kein Geld. Ich lebe nicht so schön wie der Nächste, den ich gerade neben mir in der Bahn sitze. Aber warum machst du dann keine Ausbildung? Ach, das kommt alles. Das mache ich. Kommt. Gott sei Dank lebe ich gerade nur für mich. Ja. Gott sei Dank. Wenn ich irgendeine Familie hätte, dann müsste ich denen was bieten. Mhm. Und dann müsste ich mein Wohlfühlen opfern.
Das weil heißt, ich du bist jetzt auch noch so ein bisschen Modus frei sein und frei sein, ne? Verantwortung, ja, und so weiter. Ich habe gerade nur Verantwortung für mich und das genieße ich, weil es wird sich bald ändern, glaube ich. Mein Heim bleibt Hamburg. Wo willst du kein Streit? Hamburg. Aber wo willst du sein? Weil du weißt, hier gibt es das echte Leben von Namen bis Reich. Mein Heim bleibt Hamburg. Wo willst du kein Streit? Hamburg. Aber wo willst du sein? Weil du weißt, hier gibt es das echte Leben von Namen bis Reich.